Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich sehr, dass du dieses Video eingeschaltet hast. In diesem Video geht es darum, wie du spielend leicht Ideen für deinen Instagram-Content, aber auch für deinen kompletten Social-Media-Content bekommen kannst. Da möchte ich dir gerne zwei Ressourcen zeigen, ein Tool und eine Ressource, wo du über 40 Tipps von mir bekommst. Die eine ist ein Blogartikel. Ja. In diesem Blogartikel gehe ich darauf ein, dass du erstmal fünf grundlegende Tipps bekommst, die dir Zeit sparen, worauf du bei Instagram-Content achten musst und dann, wie du Instagram-Content generierst, beziehungsweise Ideen für deinen Content generierst. Und darauf möchte ich in diesem Video näher eingehen. Ich möchte dir ein Tool zeigen, nämlich die Postoplan-App, die dir für deinen ganzen Social-Media-Auftritt das nötige Werkzeug zur Verfügung stellen. Dementsprechend lass uns gleich loslegen. Postoplan ist im Prinzip ein All-in-One-Tool, wenn du so willst, wenn es um die Marketing-Automatisierung in sozialen Netzwerken geht, und da möchte ich dir jetzt gerne einen Einblick geben. Ja, das ist ein Tool, das ich selber nutze, und zwar sind wir jetzt hier im Dashboard, und du hast hier auf der linken Seite, siehst du schon, dass du super viele Möglichkeiten hier hast. Ja, zum einen haben wir hier einen Foto-Editor, wo du relativ leicht Fotos erstellen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier, du hast verschiedene Rubriken, Hintergründe, Immobilien, Unternehmen, Finanzen, Emotionen, ja, also im Prinzip alles, was es so gibt, ist hier in Kategorien eingeteilt. Nehmen wir einfach mal hier Verkauf und E-Commerce. So, und dann kannst du hier im Prinzip relativ einfach dir ein Bild auswählen. Kannst du es vorher anschauen, und wenn du jetzt sagst, hier in den Editor hochladen, dann hast du hier die Möglichkeit, sofort quasi das Foto noch zu bearbeiten. Ja, du kannst hier einen Text dazu machen. Ne? Also dann wählen wir hier die Farbe, können sagen Add Text. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, den noch umzubenennen. Dein Text zum Beispiel. So, und dann kannst du den hier verschieben. Und wenn du dann sagst Okay, beziehungsweise hier auf Veröffentlichen, kannst du den hier dann auch sofort veröffentlichen. Ja, so, dann das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir hier noch den Image Generator. Ja, und dann hast du hier die Möglichkeit, auf der rechten Seite wieder die Kategorien auszuwählen. Du kannst hier wählen, für welche welche Größe. Ja, kannst auch hier eine benutzerdefinierte Größe eingeben. Du hast dann hier die Möglichkeit, deinen Text quasi hier im Prinzip die Farbe zu ändern, ja, also zu individualisieren. Dann kannst du hier deinen Text eingeben, und dann hast du hier, wie gesagt, die Möglichkeit, du kannst es hier zentrieren, rechtsbündig, linksbündig, du kannst hier grün das Ganze hinterlegen, die Textfarbe ändern, ja, also alles möglich. Ja, also hier hast du dann die Möglichkeit, die Farbe vom Text zu verändern, hier den Hintergrund, wenn du das möchtest, kannst aber auch keinen Hintergrund machen. Ja, für den zweiten Text auch. Dann hast du die Möglichkeit, das Ganze hier wieder zu veröffentlichen. Ja, und du siehst, du kannst ja dann in der Kategorie auch switchen, kannst ja auch hier so mehr anzeigen lassen. Also tolle Geschichte. Hier kannst du auch deinen Fotogenerator, die Erklärung dazu, dir aufrufen. So, und dann hast du hier eine tolle Möglichkeit, wenn du zum Beispiel, wie ich, einen eigenen Blog hast, ja, dann kannst du hier den RSS-Feed quasi hinzufügen, ja, und wenn du das hinzufügst, dann ist immer, wenn du auf deinem Blog was Neues veröffentlichst, kannst du hier an- und ausschalten, dann wird es automatisch auch in den von dir festgelegten Kanälen quasi gleich veröffentlicht. Ja, das kannst du hier alles einstellen. Dann hast du hier die Möglichkeit, zum Veröffentlichen einen Beitrag selbst zu planen. Ja, das heißt, du kannst dann im Prinzip hier quasi deinen Kommentar hinzufügen. Was ich super finde, ist, dass du dir hier bei den Hashtags, ja, du kannst hier Hashtags hinzufügen, so dass du auch immer wieder auf diese zurückgreifen kannst. Also du siehst, hier sind schon mal so ein paar vordefinierte von mir dabei, und du kannst jetzt hier im Prinzip, wenn du auf alle Anzeigen gehst, dir quasi immer wieder Hashtags hinzufügen, diese dann bleiben, und dann kannst du im Prinzip einfach hier auswählen, welche du
ja, für diesen Post verwenden willst. Also spart halt super viel Zeit und du musst nicht immer wieder, wenn du regelmäßig neue bzw. dieselben Hashtags verwendest, musst nicht immer neu deine Hashtags ja, dementsprechend suchen bzw. erstellen. Ja, dann kannst du ja dann deine Konten auswählen, wo der Beitrag veröffentlicht werden soll. So, und jetzt kommen wir ja aber zum eigentlichen Thema Content-Ideen. Ja, und jetzt hast du hier sozusagen auch einen Redaktionsplan, einen Inhaltsplan. Und ja, den finde ich ganz gelungen, weil er dir einfach Ideen gibt. Ja, es gibt natürlich auch draußen im Markt viele Ideen beziehungsweise Social Media Kalender, die du nutzen kannst, wo dann vorgefertigte Posts schon da sind. Unterhalb des Videos werde ich dir dann dementsprechend auch noch ein Tool beziehungsweise einen Social Media Kalender verlinken. Also es ist auch nicht immer notwendig, dass du ja dir eigene Ideen überlegst, sondern du kannst auch deine Ideen quasi von anderen erstellen lassen, ja, beziehungsweise deine Postings, wie zum Beispiel Social Media Kalender, ne? So, und dann kannst du diese Post einfach nochmal auf dein Business anpassen und dann veröffentlichen. Und da gibt es, wie gesagt, ja, im Netz einige davon. Ja? Wie gesagt, die, die ich nutze, die werde ich dir unterhalb des Videos dann dementsprechend verlinken. So, und dann hast du hier auch immer wieder Ideen in dem Contentplan. Also du kannst die ein- und ausschalten. Ja? Und jetzt siehst du zum Beispiel hier Internationaler Tag der Berge. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann siehst du, dass du hier im Prinzip schon einen Post dazu hast, ja, und ein Bild. Ja, jetzt kannst du das natürlich dementsprechend noch anpassen. Muss natürlich auch immer ein bisschen zu deinem Geschäft passen dann auch und für den Zweck, den du verfolgst. Aber nichtsdestotrotz kannst du ja auch hier immer wieder zu jedem Post ja, ich sag mal, auch eine Geschichte über dein Geschäft mit erzählen und wiedergeben. Ja, genau, zum Beispiel, wie du in deinem letzten Urlaub automatisiert trotzdem Geld verdient hast, zum Beispiel. Ja, also du siehst, hier gibt es dann wirklich ja, Tag der Papierschneeflocken. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Also von daher, hier kannst du auch auf Weiterklicken, dann geht es dann im Kalender weiter, sodass du eben jeden Tag auch Ideen hast. Ansonsten, wie gesagt, würde ich dir auch dementsprechend empfehlen, ja, Social Media Kalender zu nutzen, die dir schon vorgefertigte Posts dementsprechend geben. So, und dann hast du hier noch die Möglichkeit, deine Konten zu verwalten. Du hast auch hier Analysefunktion, wo du dann auch siehst, ja, wir können es ja mal aufrufen, da ist jetzt bei mir noch nicht so viel hier drin, wo du dann einfach auch siehst, ja, wie im Prinzip die Veränderung ist, ja. Deine Follower plus 47, Follower allgemein, ja. Also du siehst hier dann einiges an Statistiken, dann hier die Inhalte, ne? Stories und so weiter und so fort. Also du hast hier im Prinzip ein Tool, eine App, die dir ja das Arbeiten mit Social Media ja, so leicht wie möglich macht. Und ich hoffe wie immer, dass dieses Video dir jetzt auch ja, weitergeholfen hat. Schau auch mal auf meinem Blogartikel vorbei, wo ich dir dann eben nochmal ja, über 40 weitere Ideen für deinen Instagram-Content bzw. deinen Social-Media-Content gebe. Ich verlinke dir alles unterhalb des Videos. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du und wenn das Video dir gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Und teil's gerne mit deinem Netzwerk. Ja, da würdest du unsere Arbeit hier unterstützen. Ich wünsche dir weiterhin maximalen Erfolg, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.